Es ist gerade erst, oder besser gesagt, schon September und fragst du dich auch, ist es schon zu früh für Weihnachtsbücher? Was heißt eigentlich zu früh? Der Sache gehen wir im heutigen Video mal auf den Grund. Ich bin Lea und ich stelle euch einmal im Monat all die neuen Bücher vor, die beim Carlsen Verlag erschienen sind. Als Botschafterin werde ich vom Carlsen Verlag mit einer Aufwandsentschädigung honoriert. Ich werde euch erst all die Bücher zeigen, ich packe auch alles nochmal in die Infobox. Und ganz am Ende bekommt ihr die Chance, drei der Bücher, die ich euch heute vorstelle, zu gewinnen. Bleibt dazu bis zum Ende dran. Dann lasst uns doch direkt mal loslegen mit diesen weihnachtlichen Büchern. Bei Carlsen erschienen ist Talk Santa to Me von Linda Urban. Und ich liebe, 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 was hinten auf dem Klappentext steht. Er duftet nach Kiefern. Ich weiß, das ist so ein Buchklischee. Jungs, die nach Wald duften. Aber in Hectors Fall trifft es zu. Francies Familie liebt Weihnachten. Francie verliebt sich in den gut aussehenden Hector, aber sie hat nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Jungs. Vor 2 Jahren gab es mal ein Kussdebakel. Was auch immer das bedeuten mag, ich denke, das finden wir natürlich im Buch heraus. Und seitdem hat sie gesagt, ne, ich will nie wieder einen Typen küssen. Ist doch immer das Gleiche. Alles geht schief. Chaos, Chaos, Chaos. Hier trifft also Weihnachten auf ein weirdes Romance-Erlebnis. Da hier auch steht, dass die beiden in eine Klasse gemeinsam gehen, ist es wahrscheinlich eher für ein jüngeres Publikum. Wobei ich das Cover ein wenig irreführend finde, weil die sehen für mich nicht so krass jugendlich aus. Aber naja, total süß finde ich, dass einfach jedes Kapitel diese sweeten Lichterketten hat. Und ich bin echt gespannt, welche Klischees Hector denn noch so erfüllt. Und vor allem, was bei diesem Kussdebakel passiert ist. Ich meine, die meisten Romance-Bücher, da weiß man ja, was man am Ende kriegt. Gerade wenn es weihnachtlich ist, ist für mich ein Happy End schon vorgesehen. Also das würde mich jetzt schon krass wundern, wenn es nicht mit einem Happy End endet. Das ist also das erste Weihnachtsbuch, das beim Carlsen Verlag jetzt im September bzw. Oktober erschienen ist. Und ich dachte mir dann halt gleich so, wow, ist es nicht ein bisschen sehr früh für Weihnachtsbücher? Generell habe ich das so erlebt, dass wenn man jetzt shoppen geht in den Einkaufszentren und so, die Weihnachtsdeko überall schon hängt. Aber Leute, es ist doch jetzt erstmal Halloween. Oh, mein Herz ist so durcheinander, weil ich will natürlich erstmal mein Halloween-Fest feiern. Ich persönlich finde ja so Weihnachtssachen nach Halloween total okay. Jetzt vor Halloween bin ich einfach nur verwirrt, weil ich nicht weiß, darf ich mein Halloween jetzt so feiern? Oder muss ich schon in Weihnachtsstimmung kommen? Also natürlich weiß ich realistisch gesehen, dass ich meinen Halloween so feiern darf, wie ich es möchte. Aber ich fühle mich von außen total gezwungen, jetzt schon auf den Weihnachtshype aufzuspringen. Und wenn ihr meine Videos schon länger guckt, dann wisst ihr ja, ich bin voll der Grinch. Was würdet ihr denn sagen? Ist es schon zu früh für Weihnachtsbücher? Ein Buch, das definitiv nichts mit Weihnachten zu tun hat, ist First Down von Grace Reilly. Oder Reilly? Ich glaube Reilly. Und das ist ein Buch, in dem es ums Fake-Dating geht. Beckett ist Studierende. Sie hat gerade eine Beziehung hinter sich und das ist nicht ganz so gut ausgegangen. Deswegen sagt sie, ja, jetzt will ich mich mal nur auf mich konzentrieren. Das funktioniert aber nur halbwegs gut, denn auf einmal tritt James in ihr Leben. Und der ist Star-Quarterback der Football-Mannschaft. Und er braucht ganz dringend Nachhilfe. Deswegen sagt Beckett ja. Außerdem erhofft sie sich, dass ihren etwas aufdringlichen Ex damit los wird. Weil wenn der sieht, dass sie und James miteinander rumhängen, ja, vielleicht verkrübelt er sich dann ein wenig schneller. Und vor allem vielleicht ja noch schneller, wenn sie so tun, als hätten sie eine Beziehung. Beckett ist auch nicht gerade überrascht, dass James zu diesem Deal ja sagt. Und ich persönlich frage mich jetzt, warum sollte er dazu ja sagen? Das würde ich echt gerne wissen, aber dazu muss ich das Buch halt erstmal lesen. Es ist natürlich auch eine Romance-Story, bei der man jetzt schon absehen kann, wo es hinführt, nämlich dass Beckett und James dann wahrscheinlich zusammenkommen. Hier geht es ja auch vielmehr um das
sich ineinander verlieben, das Loslassen vom Ex. Und in erster Linie ist es eine Sports-Romance. Es wird sich in diesem Titel auch richtig viel um Football drehen, nehme ich an. Das ist ja immer so ein bisschen das Gemeine. Ich kann auch nur spekulieren, weil ich natürlich nicht all die Bücher vorab lesen kann. Oh mein Gott, da hätte ich ein richtiges Zeitproblem. Manchmal kommen die Bücher erst 2 Tage oder so vorm Dreh an. Das ist quasi unmöglich. Ich will die euch ja schnellstmöglich zeigen und präsentieren. Es klingt super, super süß. Es hat auch noch so eine nette Klappe. Hinten dann auch nochmal mit einem Zitat von James. Vorne war ja eins von Beckett drin. Die heißt scheinbar auch Bex. Also das ist ihr Spitzname. Ja, und ich persönlich hoffe, dass nicht zu viele Spicy-Szenen drin sind, weil ich in letzter Zeit einfach keine Lust mehr auf nur Spice in Romanen habe. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist etwas ganz Besonderes, denn ich mache zu dem Sequel dazu gerade eine Leserunde mit dem Carlsen Verlag. Da könnt ihr euch auch gerne auf Lovely Books bewerben. Ich packe euch alles dazu nochmal in die Infobox. Edit Lea, denkt dran. Und zwar geht es um Lexi Ryans Court of Sun und Court of Moon. Zu dem Sequel mache ich dann die Leserunde. Da könnt ihr übrigens auch mitmachen, wenn ihr keine Ahnung habt von diesen beiden Bänden. Es wird dann nämlich alles nochmal ganz gut zusammengefasst. Aber in dem neuen Band ist es natürlich so, dass massive Spoiler auf euch warten. Deshalb hat sich der Carlsen Verlag auch gedacht, okay, bevor die Leute das Sequel lesen, gibt's das jetzt nochmal im Schuber. Ich finde, das ist ein sehr lustiger Schuber, weil im Endeffekt sieht der nämlich so aus. Ist auf jeden Fall sehr cute gemacht. Court of Sun ist der erste Teil der Reihe und Court of Moon der zweite. Es geht um Abriella, ja, die wirklich nichts für die Fae übrig hat. Sie ist eine Diebin und versucht sich einfach durchs Leben zu hangeln, bis ihre Schwester an den König des Schattenhofs verkauft wird. Abriella steht so zwischen Licht und Schatten, zwischen den Fae und den Menschen. Aber es ist vor allem auch eine romantische Geschichte, weil sie sich zwischen zwei Prinzen entscheiden muss. Und deshalb sage ich, es ist schon Spoiler, wenn ihr das Sequel lest, weil dieses Sequel dreht sich um eine Figur, die eben auch hier drin vorkommt. Court of Moon schließt die Geschichte von Abriella dann ab. Und wie es weitergeht, werdet ihr dann bald erfahren. Da mache ich doch gleich mit einem weiteren zweiten Teil weiter von Azuka Leonera Nordic Clans. Oh, ich finde das einfach so richtig, richtig schön gemacht mit dieser Klappe. Like, oh mein Gott. Dein Kuss so wild und verflucht. Es ist so schön. Und wisst ihr, was noch schön wäre? Wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Wenn ihr nämlich regelmäßig Updates zu den neuesten Büchern haben wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst. Denn nur so kann mein Kanal wachsen. Ich werde euch natürlich jetzt nicht spoilern, was im zweiten Band passiert, aber vielleicht habt ihr den ersten ja auch noch gar nicht gelesen. Darin geht es um die Clanführerin Irsa und die hat nur eine Chance, ihre Familie vor der Armut zu retten, indem sie bei einem Wettkampf mitmacht. Und in diesem Wettkampf kann sie gleichzeitig auch Anführerin ihres Clans werden. Bei diesem Wettkampf macht aber leider auch ihr größter Konkurrent mit. Der heißt Kia und der hat ihren Vater ermordet. Sie muss also nicht nur mit der Rache klarkommen, sondern auch mit diesen Gefühlen, die sie langsam für ihn entwickelt. Das Ganze spielt in einem magischen Setting, weil die beiden im Wettkampf magische Kräfte haben. Ich habe den ersten Band leider noch nicht gelesen. Also falls ihr ihn gelesen habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber es ist schön jetzt, wenn es so kühler wird, dann vielleicht mal den ersten Band anzufangen und in den Norden einzutauchen. Jetzt wird's very, very sweet mit Puderzucker an der Waffel, wie die Psyche im Gleichgewicht bleibt. Das ist ein Sachbuch von Jana Hausschild. Das ist quasi ein Einsteigerbuch für alle, die sich fragen,
Bin ich überhaupt gesund? Brauche ich Hilfe? Und direkt zum Anfang gibt es als Einleitung einen Text, der hinterfragt, warum sollte man dieses Buch lesen? Ob man vielleicht Angehörige hat, die von Depressionen etc. betroffen sind? Oder warum man dieses Buch selbst lesen sollte? Es geht sehr viel um die Jugend und die psychische Gesundheit, was Körper und Seele bedeutet und Psyche eben auch, wie seelische Erkrankungen entstehen, woran man sie erkennt. Und es gibt sogar ein Kapitel über psychische Erkrankungen im Film. Das finde ich mega interessant. Und warum jetzt eigentlich Puderzucker? Der Puderzucker steht quasi für: Was hält mich gesund? Think about it, feel it, mach's einfach. Ich bin sehr gespannt, was dieses Buch vielleicht zu meiner eigenen Optimierung noch beitragen kann. Man kriegt auch Anleitungen an die Hand, wodurch die Psyche heilen kann. Es geht um Medikamente, an wen man sich wenden kann, um Kliniken und vor allem auch, das finde ich richtig, richtig gut, wenn man selbst nicht betroffen ist, wie man anderen helfen kann. Das ist auf jeden Fall super cool gemacht und vor allem finde ich es schön, dass es nicht nur einfach Text, Text, Text ist. Man hat zwischendurch auch noch kleine Illustrationen und Bildern. Und es ist einfach alles so ein bisschen lockerer geschrieben, sodass Jugendliche sich davon eben auch angesprochen fühlen. Also, wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, gerade habe ich so viel Druck, was sind eigentlich schlechte Tage, wie komme ich an meinen Puderzucker, dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Nicht nur dieses Buch ist eins von den ganz neuen, die jetzt erschienen sind. Ich habe euch meinen Instagram-Kanal nämlich auch nochmal in meine Videobeschreibung verlinkt, weil gerade auf Instagram stelle ich euch fast jeden Tag ein neues Buch vor. Wenn ihr da also nichts verpassen wollt, schaut gerne mal rein. Bevor wir jetzt zum letzten weihnachtlichen Buch kommen, will ich euch nur noch schnell diese zwei Bücher aus der Wizarding World zeigen. Das ist einmal Weihnachten in Hogwarts und zum anderen Ein magisches Jahr mit Harry Potter. Weihnachten. Immer noch zu früh? Wenn ihr mich fragt, ja. Hier habe ich was von Agatha Christie. Hercule Poirot's Weihnachten. Ein Poirot-Krimi. Und ich hoffe so sehr, dass ich das einigermaßen richtig ausspreche, weil ich muss gestehen, ich habe von Agatha Christie nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Ja, Schande über mich, Schande über meine Kuh. Finde ich mega interessant, weil Agatha Christie hat in ihrem ersten Krimi bereits die Figur Hercule Poirot erfunden. Und Hercule Poirots Weihnachten ist ihr 24. Krimi gewesen. Und den gibt es jetzt eben als, boah, habt ihr das Knacksen gehört? Krass, das war der Buchrücken. Als Comic-Adaption, als Graphic Novel. Zusammengestellt, illustriert wurde es von Isabelle Bautier und Calixte. Wir reisen ins Jahr 1937. Die Familie Lee trifft sich zum Weihnachtsfest, aber das Ganze geht nicht so wahnsinnig gut aus, denn auf einmal hören sie einen Schrei. Sie rennen dahin und ja, sie finden eine Leiche. Simeon Lee liegt in einer Blutlache, die Kehle wurde der Person durchgeschnitten. Und dann kommt eben Hercule Poirot ins Spiel. Der ist zufällig im Dorf und als er davon Wind bekommt, bietet er eben seine Hilfe an. Allerdings sind die Leute in der Familie Lee nicht so richtig krass am Trauern, wie ihr denkt, sondern eher misstrauisch. Die Frage ist hier, warum sind jetzt alle misstrauisch? Sollten sie nicht viel mehr um das Familienmitglied eben trauern? Irgendwas stimmt jedenfalls nicht. Sehr viele Familienmitglieder haben wohl ein Motiv und Hercule wird hoffentlich am Ende diesen Fall aufklären. I don't know, ich kenne ja weder das Buch, noch kenne ich jetzt diesen neuen Comic. Aber was ich richtig, richtig cool finde, hier seht ihr das auch, hier werden die Wege von dem Detektiv auch nochmal so aufgezeigt. Richtig cool. Das ist quasi das England von Agatha Christie. Also in welchem Land und in welcher Stadt welcher ihrer Romane spielt. Also es ist super schön gemacht, aber tja, für meinen Geschmack ist das alles noch etwas zu weihnachtlich. Für mich persönlich ist es definitiv zu früh für Weihnachtsbücher, aber
Das hält mich nicht davon ab, euch schon ein paar Geschenke zu machen. Ich darf nämlich mit Carlsen 3 der Titel an euch verlosen. Das Ganze funktioniert wie immer über das Codewort-Prinzip. Das heißt, ich nenne gleich ein Codewort und schreibt dir das in die Kommentare und einen Grund, warum ihr das Buch gewinnen wollt. Dann könnt ihr das Buch vielleicht abstauben. Wenn ihr eure Chance noch maximieren wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram und macht da im Feed-Gewinnspiel mit. Zu gewinnen gibt es unter anderem mit dem Codewort Court den Schuber zu Court of Sun und Court of Moon. Mit dem Codewort Down könnt ihr die Sports Romance First Down gewinnen. Und mit dem Codewort Santa könnt ihr mit ein bisschen Glück Talk Santa to Me abstauben. Vielen, vielen Dank auch an den Carlsen Verlag. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Demnächst steht bei mir auch wieder ein Buchcover-Launch zu einem meiner neuen Bücher an. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann geht sicher, dass ihr ein Abo hinterlassen habt. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Bücherdrachen. Man kriegt auch Anleitungen, wodurch die Psyche Und wer meine Videos in ihr Leben. Und der ist Star-Quarterback, der Fuß... Da mache ich doch gleich mit einem weiteren zweiten Teil weiter.